Es war ein sonniger Nachmittag, als Maria, ein 14-jähriges Mädchen, hastig die kleine Tierarztpraxis in der Stadt Greenfield betrat. Sie trug einen großen, offensichtlich schweren Karton in ihren Armen, der sie mit einiger Mühe gehen ließ. Beim Betreten wurde sie sofort von dem neugierigen Blick der Empfangsassistentin Anna empfangen. »Hallo Maria, was hast du da?« fragte Anna mit einem freundlichen Lächeln. »Ich habe keinen Termin, aber es ist ein Notfall«, antwortete Maria atemlos. Annas Ausdruck wechselte zu Besorgnis. Sie wusste, dass Maria mit ihrer Leidenschaft für Tiere nicht ohne guten Grund kommen würde. Bevor sie weitere Fragen stellen konnte, öffnete Maria den Karton leicht, sodass Anna den Inhalt sehen konnte. Annas Augen weiteten sich vor Schock und sie rief sofort nach Dr. Lukas, dem Tierarzt. Dr. Lukas, ein Mann mittleren Alters mit immer ruhigem Ausdruck, betrat das Wartezimmer. Als er den Ausdruck von Anna und die Dringlichkeit in Marias Augen sah, eilte er sofort auf den Karton zu. Als Maria ihn vollständig öffnete, erbleichte Dr. Lukas. Im Karton lag eine unbekannte Kreatur, bedeckt mit einer schleimigen Flüssigkeit. Es war eine Mischung aus Farben und Texturen, die er noch nie gesehen hatte. »Maria, wo hast du das gefunden?«, fragte Dr. Lukas, bemüht, ruhig zu bleiben. »Ich war im Wald, in der Nähe des Baches. Ich hörte ein seltsames Geräusch und fand diese verletzte Kreatur. Ich wusste, dass ich helfen musste, also brachte ich sie hierher«, erklärte Maria, ihre Augen voller Entschlossenheit. Dr. Lukas zögerte nicht. »Anna, bereite Untersuchungsraum Nummer 2 vor und ruf die Polizei und Umweltexperten. Wir brauchen sofort Hilfe.« Anna rannte los, um die Anweisungen zu befolgen, während Dr. Lukas den Karton vorsichtig nahm und in den Untersuchungsraum ging. Maria versuchte ihm zu folgen, aber er hielt sie sanft zurück. »Maria, ich brauche, dass du hier wartest. Ich verspreche, ich werde alles tun, um dieser Kreatur zu helfen.« Maria nickte, obwohl ihr Herz voller Sorge und Neugierde war. Sie setzte sich in den Warteraum, ihre Hände zitterten leicht. Die anderen Menschen im Raum beobachteten sie mit neugierigen und verängstigten Blicken, unsicher, was sie von dem mysteriösen Karton halten sollten. Während Maria wartete, wurde der Warteraum angespannt. Flüstereien begannen sich unter den Anwesenden zu verbreiten und einige standen sogar auf, um zu gehen, gestört von der seltsamen Atmosphäre. Maria kümmerte sich nicht um die Blicke oder das Geflüster. Alles, was sie wollte, war zu wissen, dass die Kreatur in Sicherheit war und die notwendige Pflege erhielt. Die Minuten schlichen wie Stunden vorbei. Endlich kam Anna zurück in den Warteraum, ihr Ausdruck ernster als je zuvor. »Maria, die Umweltexperten sind auf dem Weg. Dr. Lukas tut alles, was er kann.« Maria nickte, blieb aber sitzen. Sie wusste, dass die Situation von diesem Moment an außerhalb ihrer Kontrolle lag. Alles, was sie tun konnte, war zu warten und zu hoffen, dass die Kreatur, die sie im Wald gefunden hatte, überlebte und das Geheimnis um sie gelöst wurde. Maria war immer ein mutiges Mädchen und liebte Tiere leidenschaftlich. Schon als Kind verbrachte sie Stunden damit, den Wald um ihr Haus zu erkunden, immer auf der Suche nach hilfsbedürftigen Kreaturen. Ihre Eltern, anfangs besorgt um ihre Sicherheit, akzeptierten schließlich ihre Leidenschaft und ermutigten sie sogar, da sie sahen, welchen Nutzen sie brachte. Rückblenden von Momenten, in denen Maria Vögel aus Nestern rettete, verletzte Kaninchen pflegte und sogar einen verlorenen Hund rehabilitierte, zeigen ihre tiefe Liebe zur Wildnis. Während Maria gespannt im Warteraum wartete, klingelte ihr Telefon. Es war ihre Mutter. »Maria, wo bist du? Du solltest vor einer Stunde zu Hause sein«, sagte ihre Mutter mit besorgtem Ton. »Entschuldigung, Mama. Ich habe eine verletzte Kreatur im Wald gefunden. Ich bin beim Tierarzt mit ihr. Es ist ein Notfall«, erklärte Maria, bemüht, ruhig zu bleiben. »Eine Kreatur? Welche Art von Kreatur?«, fragte ihre Mutter, jetzt neugierig. »Ich weiß es nicht. Es ist etwas, das ich noch nie gesehen habe. Dr. Lukas kümmert sich gerade um sie. Sie haben sogar die Polizei und Umweltexperten gerufen«, sagte Maria. Marias Mutter blieb einen Moment still. »Okay, Schatz. Dein Vater und ich kommen sofort. Bleib, wo du bist.« Nachdem sie das Telefon aufgelegt hatte, fühlte sich Maria etwas erleichtert. Zu wissen, dass ihre Eltern auf dem Weg waren, half ihr, sich weniger allein zu fühlen. Aber die Sorge um die mysteriöse Kreatur lastete weiterhin schwer auf ihrem Herzen.
Dr. Lukas kam nach einigen Minuten zurück in den Warteraum. Er sah besorgt aus, versuchte aber Maria anzulächeln. Maria, ich habe mein Bestes getan. Die Kreatur ist vorerst stabil, aber wir brauchen mehr Informationen darüber, was sie ist und woher sie kommt, sagte er und kniete sich vor ihr, um auf Augenhöhe zu sein. Ich weiß nicht viel über Sie, Dr. Lukas. Ich fand sie einfach in der Nähe des Baches, stöhnend vor Schmerz. Ich konnte sie nicht dort lassen, antwortete Maria, Tränen in den Augen. Du hast das Richtige getan, Maria. Jetzt müssen wir auf die Experten warten, sagte Dr. Lukas und tätschelte ihr beruhigend die Schulter. Die folgenden Minuten zogen sich wie eine Ewigkeit hin. Schließlich betrat eine Gruppe von Personen die Klinik. Sie trugen Schutzkleidung und führten hochmoderne Ausrüstung mit sich. Die Anführerin der Gruppe, Dr. Helena, eine große und autoritäre Frau, stellte sich vor. Ich bin Dr. Helena vom Umweltkontrollamt. Wo ist die Kreatur? Fragte sie und wandte sich an Dr. Lukas. Im Untersuchungsraum 2. Sie ist vorerst stabil, antwortete Dr. Lukas und führte sie in den Raum. Bevor sie den Spezialisten folgte, drehte sich Dr. Helena zu Maria um. Du bist die Person, die Kreatur gefunden hat? Maria nickte und fühlte sich ein wenig eingeschüchtert von der imposanten Präsenz der Doktorin. Kannst du uns genau erzählen, wo und wie du sie gefunden hast? Fragte Dr. Helena mit ernstem, aber sanftem Ton. Maria atmete tief ein und begann, ihre Erfahrung zu schildern. Ich ging wie immer in der Nähe des Baches spazieren. Ich hörte ein seltsames Geräusch, etwas wie ein Stöhnen, und ging, um es zu untersuchen. Ich fand die Kreatur in einem Moosnest liegend, bedeckt mit dieser seltsamen Flüssigkeit. Sie schien verletzt und sehr verängstigt. Ich wusste, dass sie Hilfe brauchte, also legte ich sie in den Karton und kam hierher. Dr. Helena hörte aufmerksam zu und notierte jedes Detail. Sehr gut, Maria. Danke, dass du uns das erzählt hast. Das hilft uns sehr. Jetzt brauchen wir, dass du hier bleibst, während wir die Kreatur untersuchen. Kannst du das tun? Maria nickte erneut und beobachtete, wie die Spezialisten sich in den Untersuchungsraum begaben. Sie fühlte sich etwas beruhigter, da sie alles geteilt hatte, was sie wusste, und die Kreatur in guten Händen war. Während sie wartete, konnte Maria die Spannung in der Luft nicht übersehen. Die anderen Personen im Warteraum waren offensichtlich unbehaglich und flüsterten untereinander. Maria saß schweigend da und reflektierte über das, was passiert war. Sie fühlte eine Mischung aus Stolz, weil sie geholfen hatte, und Angst vor dem, was kommen würde. Ihr Telefon klingelte erneut. Diesmal war es ihr Vater. Wir sind unterwegs, Maria. Bleib ruhig, okay? Wir sind alle sehr stolz auf dich, sagte er, seine Stimme fest und beruhigend. Okay, Papa. Ich warte, antwortete Maria und versuchte, die Tränen der Erleichterung zurückzuhalten. Die nächsten Minuten waren reine Angst, aber Maria wusste, dass sie das Richtige getan hatte. Alles, was sie jetzt tun konnte, war zu warten und darauf zu vertrauen, dass die Spezialisten das Beste für die mysteriöse Kreatur tun würden, die sie im Wald gefunden hatte. Während die metallische Kapsel vorsichtig aus dem Boden entfernt wurde, hallte ein schrilles Alarmsignal durch den Wald. Das Gerät der Spezialisten hatte eine ungewöhnliche Aktivität festgestellt. Plötzlich begann die Kreatur, die im mobilen Labor der Spezialisten überwacht wurde, sich heftig zu bewegen. Das Geräusch von zerbrechendem Glas wurde von einem alarmierten Schrei eines der Wissenschaftler gefolgt. Sie entkommt, rief einer der Techniker und rannte aus dem Labor. Maria, zusammen mit Dr. Lukas, Dr. Helena und Sergeant Silva, rannte in Richtung des mobilen Labors. Als sie ankamen, war die Tür aufgebrochen und das Innere des Labors war ein Chaos. Geräte waren auf dem Boden verstreut und die Kreatur war verschwunden. Alle, bleibt wachsam und ruhig, befahl Dr. Helena, ihre Stimme fest trotz der offensichtlichen Angst in ihren Augen. Wir müssen die Kreatur sofort finden, bevor jemand verletzt wird. Maria zögerte nicht, griff nach einer Taschenlampe und rannte in die entgegengesetzte Richtung, in den dichter bewaldeten Teil des Waldes. Dr. Lukas versuchte, sie aufzuhalten, aber sie war schneller. Maria, warte! Rief er, aber Maria war bereits entschlossen, die Kreatur zu finden und ihr irgendwie zu helfen. Während sie durch den Wald rannte, benutzte Maria das Licht der Taschenlampe, um jeden Busch und Baum abzusuchen. Schließlich entdeckte sie die Kreatur, zusammengekauert in einer Lichtung,
scheinbar noch verängstigter und verletzter als zuvor. Die schleimige Flüssigkeit, die ihren Körper bedeckte, leuchtete im Licht der Taschenlampe und reflektierte ein Farbspektrum, das fast hypnotisch wirkte. »Alles ist gut, Kleine. Ich werde dir nicht wehtun«, sagte Maria sanft und näherte sich langsam. Sie wusste, dass sie das Vertrauen der Kreatur erneut gewinnen musste. Marias sanfte Stimme schien die Kreatur zu beruhigen. Ihre Bewegungen, die vorher hektisch waren, wurden nun langsamer und vorsichtiger. Maria streckte die Hand aus und erinnerte sich daran, wie sie die Kreatur zum ersten Mal gefunden hatte, verletzt und verängstigt. »Ich bin hier, um dir zu helfen«, flüsterte sie und behielt ihren Blick auf die Kreatur gerichtet. Plötzlich gab die Kreatur ein leises Geräusch von sich, fast ein Stöhnen, und näherte sich langsam Maria. Sie bemerkte, dass die Kreatur zitterte, nicht aus Angst, sondern aus Schmerz. In diesem Moment erreichten Dr. Lucas und Dr. Helena die Lichtung, gefolgt von Sergeant Silva. Sie sahen, wie Maria mit der Kreatur interagierte und hielten inne, um den Moment nicht zu stören. »Wir müssen schnell handeln«, sagte Dr. Helena und näherte sich vorsichtig. »Maria, rede weiter mit ihr. Wir werden versuchen, sie mit minimalem Schmerz zu immobilisieren.« Während Maria die Kreatur mit ihrer Stimme beruhigte, näherten sich Dr. Lucas und Dr. Helena mit einer improvisierten Trage. Mit behutsamen Bewegungen schafften sie es, die Kreatur auf die Trage zu legen, während Sergeant Silva die Taschenlampe auf sie richtete und den Weg zurück zum mobilen Labor beleuchtete. Zurück im Labor wurde die Kreatur erneut stabilisiert. Dr. Helena, nun ruhiger, begann die gesammelten Proben aus der metallischen Kapsel zu untersuchen. Was sie herausfanden, war überraschend. Die Kapsel enthielt ein Gegenmittel gegen die unbekannte Strahlung, die von der Kreatur ausgegangen war. Es war, als ob die Natur der Kreatur selbst einen eingebauten Abwehrmechanismus gegen die von ihr verursachte Kontamination hatte. »Das ist unglaublich«, murmelte Dr. Ferreira, der die Daten analysierte. »Die Kreatur hat den Schlüssel zu ihrer eigenen Heilung.« Dr. Helena verabreichte der Kreatur das Gegenmittel, die fast sofort Anzeichen der Erholung zeigte. Maria, erschöpft, aber erleichtert, beobachtete alles mit einem Gefühl der Erfüllung und Hoffnung. In den folgenden Tagen verbreitete sich Marias Geschichte und die der mysteriösen Kreatur schnell. Experten aus dem ganzen Land kamen, um die Kreatur zu studieren, die nun sicher in einer spezialisierten Einrichtung war. Maria wurde für ihren Mut und ihr Mitgefühl gelobt und als Heldin bezeichnet. Dr. Lucas, stolz auf seine junge Patientin, dachte über die unglaubliche Abfolge von Ereignissen nach. »Maria, du hast mehr getan, als diese Kreatur zu retten. Du hast uns gezeigt, wie wichtig es ist, mit Mut und Mitgefühl zu handeln, selbst angesichts des Unbekannten.«